So, hoffentlich ist der Winter nun endlich vorbei. Wir hatten minus 13 Grad bei uns. Ich wollte heute mal ein kleines Video zum Thema Blattschäden machen. Hier sehen wir den Spectabilis, den Philostachus Spectabilis, also ein Bambus, der eingesperrt werden sollte. Philostachus rollt nicht die Blätter bei Kälte oder bei Trockenheit. Wenn die Blätter rollen, dann ist es meistens zu spät. Dann kann man also nur noch Stroh ernten. Genau, warum liegt hier Stroh? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ja, im unteren Bereich häufig weniger Blattschäden. Da, wo dann die Sonne den ganzen Tag rüberkommt, sind entsprechend mehr Blattschäden zu verzeichnen. Und wie so häufig im Winter selber oder wenn die kalten Temperaturen vorliegen, passiert relativ wenig. Also da geht es dem Bambus noch recht gut. In dem Moment, wo die Sonne scheint, die Lufttemperatur höher wird, dann ist die kritische Phase, der Boden oder der Topf ist noch durchgefroren und der Bambus möchte fleißig verdunsten und das klappt dann nicht. Also die Blattschäden treten tatsächlich erst ein, zwei Tage später nach den wärmeren Temperaturen dann auf. So, hier nochmal mein geliebter Jade 1, roter Bambus, Yusaigu 1, rollt immer noch die Blätter. Seine Unterseite hat ein helles Grün und somit ist es immer ganz lustig dann zu sehen, sobald er dann aufklappt, ist das wieder ein schönes, kräftiges Grün. Aber so geht das noch in Richtung Weihnachtsbaum, Tannenbaum, also eher nadelige Angelegenheit. Aber wie schon sagte, absoluter Selbstschutz, ist bis minus 28 Grad angegeben. Also der verträgt einiges. So, hier haben wir Fagesia robusta Kempel. Dieser Bambus, hatte ich ja schon in diversen Videos erzählt, rollt nicht die Blätter bei Trockenheit. Also hat im Grunde genommen nicht diese Schutzfunktion. Und hier haben wir im oberen Bereich ein paar Blätter, die entsprechend einen Frostschaden aufweisen oder einen Trockenheitsschaden. Da rollen die Blätter nicht mehr, sondern die haben schon sich angefangen zu verfärben. Auch völlig normal. Er schmeißt jetzt die Blätter ab. Und das Schöne bei Bambus ist ja, dass er mehrmals oder über die Jahre hinweg mehrmals Blätter nachschiebt, auch wenn daheim nicht mehr wächst, sondern dann über Blätter abstoßen und Blätter nachlegen wieder schön hübsch aussieht. Im unteren Bereich, da wo wieder weniger Sonne hinkommt, ist er noch schön. Wie gesagt, nur im oberen Bereich, da wo die Sonne den ganzen Tag drauf kommt, sieht es etwas schlecht aus. Hier noch der klassische Gartenbambus, Fagesia morylae. Bisschen lieblos hier im Topf stehen lassen und hat auch ein bisschen viel Sonne bekommen. Sieht dafür im oberen linken Teil, ist das war vorher auch schon so, hatten die einmal so einen kleinen Trockenheitsschaden. Aber der rollt immer noch gut die Blätter. Also was Temperatur angeht, sind die Fagesien, die Morylae-Sorten relativ gut aufgestellt. So, hier einmal der Philostachus vivax aureocaulis. Das ist der Bambus, der schöne dicke Halme bildet. Also selbst hier in Norddeutschland 10 bis zu 12 Meter kann der in der Höhe erreichen. Ist bei Schneelast leider immer ein bisschen eher gefährdet abzubrechen. Die Halme sind glatt. Das ist ja bei dem Spectabilis und aureocaulis anders. Daran kann man die auch gut erkennen. Aber Nachteil bei diesem Vivax ist auch, also bei der ganzen Vivax-Serie, dass auch die etwas eher kälteempfindlich sind. Und auch in diesem Fall, denke ich, kann ich mich von den Blättern verabschieden. Die schmeißt er dann die nächsten 3-4 Wochen ab und schiebt dann wieder neue. Die Halme sind noch schön gelb. Und daher, denke ich, bin ich da guter Dinge. Hier noch einmal der Pseudosasa japonica, der Pfeilbambus. Eigentlich auch so bei minus 18 Grad macht er die Grätsche. Der hat tatsächlich gar keine Blattschäden zu verzeichnen. Der steht hier aber auch schon seit 10 Jahren. Man geht ja davon aus, dass nach 6 Jahren erst die tatsächliche Winterhärte erreicht wird und somit muss man sich mal ein bisschen gedulden und die am Anfang vielleicht mal noch mal ein bisschen mit Stroh abdecken. Oder hoffen, dass eine Schneedecke liegen bleibt, weil Schnee auch ein sehr guter Isolator ist. Ja, steht wie eine 1.
Die Nigra, die hatte ich im Topf in einen Topf gepflanzt und versenkt. Die haben das eigentlich trotz viel Sonne recht gut gemeistert. Ich habe Nigra ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen windempfindlich und auch bei kühleren Temperaturen trocknen die recht schnell weg. Aber hier vorne einmal der, ich glaube das ist der Othello, also eher glänzende Halme und bildet recht schnell schwarze Halme. Das ist ja bei dem klassischen Nigra punctata erst so im dritten Jahr der Fall, dass sie dann komplett schwarz ausfärben. Aber sieht alles wirklich super aus. Welcher Bambus das die niedrigen Temperaturen auch gut gemeistert hat, das ist der Atrovaginata. Scheinbar auch sehr winterhart, bekommt hier an dieser Stelle auch viel Sonne. Und ja, hätte ich nicht gedacht, wird sonst nicht so unbedingt zu meinen Favoriten. Klassisch grün, wie viele andere auch. Aber ja, Atrovaginata. Philostachys parvifolia, Bambus, der so ohne weiteres auch 8 Meter hoch werden kann, 6 cm Halme. Der hat das auch sehr gut gemeistert. Bildet sehr harte Halme, dunkle Halme, hat zwar an den Noden diesen typischen weiße Linie. Und genau, da fliegt in diesem Jahr auf alle Fälle einiges aus dem Gehege raus. Da sind also zu viele Halme. Bildet scheinbar nicht so stark Ausläufer. Wir sehen im Randbereich, also hier ist schon eine Folie gesetzt, kommen kaum neue Halme raus. Immer ein gutes Zeichen, wenn man auch die Pflanze an der Stelle haben möchte, wo man sie gepflanzt hat und nicht wie mein Präkox, den kann ich gleich zeigen, der immer schön an der Wand lang wandert. Mein Philostachys Präkox, der hat tatsächlich ein paar Schäden erlitten, krause Blätter, auch im oberen Bereich könnt ihr trockene Blätter erkennen. Auch der Halm hat so ein paar Schäden bekommen. Das sind also Trockenschäden. Dann zieht er also das restliche Wasser aus dem Halm und dann werden die an den Stellen schwarz. Aber grundsätzlich auch ein toller Bambus, nicht so bekannt. Und hier nochmal zum Thema Wüchsigkeit. Genau hier immer schön am Rand lang. Also man weiß ganz genau, wo das Rhizom lang wächst. Ich hatte an der Stelle mal den Bambus gepflanzt, also ein bisschen entfernt von der Sonne. Und genau, Bambus ist ja schlau, der merkt, wo scheint die Sonne hin, wo erwärmt sich der Boden am schnellsten, also immer dann in die Richtung. Hier auch mal ein Halm, der einfach fallen gelassen wird. Der färbt sich dann braun, den muss ich noch rausschneiden, aber die Gartenarbeit fängt ja jetzt erst an. Ja, der Sasa palmata mag eher so Halbschatten, Schatten, auch keine direkte Sonne unbedingt. Kann er vertragen, wenn er ausreichend Wasser bekommt, aber grundsätzlich gedeiht er besser im Halbschatten. Ja, das ist ein schöner Trockenstrauß, den würde ich einfach jetzt die Tage runterschneiden. Der wird schön neu austreiben, mindestens genauso wieder so hoch. Die Energie ist ja in den Halmen und in den Rhizomen gespeichert. Daher bin ich guter Dinge, dass das in ein, zwei Monaten wieder frisch aussieht. Der Philostachys Vivax Huan Weng Su Inversa kommt von Udo. Das sind aber Teilstücke, die ich von Dark bekommen habe und erst im letzten Jahr an diese Stelle gepflanzt habe. Hier stand vorher der Philostachys Bisetti, hatte ich hier gepflanzt. Genau, die Winterhärte ist tatsächlich erst nach 6 Jahren erreicht. Der hat also hier durch Wind und Sonne gut gelitten. Ich habe hier ordentlich Pferdemist und Stroh raufgepackt, so ein bisschen als Isolator. Aber das hat nicht gereicht. Aber auch hier haben die Halme wieder überlebt. Zu dem Thema habe ich ja schon mal ein Video gemacht, so die 3 Stufen des Todes eines Bambuses. Und ja, der wird wieder. Der Demissa Gary, Fagesia Demissa Gary,
Ist ja auch ein horstig wachsender Bambus aus dem Himalaya-Gebiet, hat diese grau bemehlten Halme, kann so 2-3 Meter hoch werden, so ist er jedenfalls angegeben. Verliert ja viel Laub im Herbst, auch als Schutz. Nichts mit einrollen, sondern gleich abwerfen, also der verliert seine 60-70%. Aber ja, ist halt als Sichtschutz nicht so wirklich geeignet. Ist aber, wenn er dann mal die Blätter ausgerollt hat und wieder neue grüne Blätter schiebt, die haben so ein schönes leuchtendes Grün, eigentlich schon eine Liebhaberpflanze und ja, gefällt mir. Aber ich bin ja auch ein bisschen nachsichtig mit meinen Pflanzen, das muss man dazu sagen. An dieser Stelle habe ich Phagesia scabrida gepflanzt. Phagesia scabrida Asian Wonder wird das wahrscheinlich sein, also aus Meristemvermehrung. Und ist auch nicht unbedingt als richtig guter blickdichter Sichtschutz geeignet. Wächst, wie jemand mal sagte, eher so luftig, locker. Hat aber auch einen schönen aufrechten Wuchs. Hat hier an meinem Standort auch so 3-4 Meter Höhe. Rollt nicht die Blätter bei Kälte und Trockenheit. Also das ist die Eigenschaft von Scabrida. Hier Phagesia Standing Stone, auch aus der Afrika-Serie, also eine Mobilie. Leichte Blattschäden, rollt immer noch die Blätter. Und grundsätzlich bei Mobilie ist, dass sie halt viel Blätter verlieren. Deswegen gehören die Pflanzen nicht so ganz zu meinen Favoriten. Und werden häufig von Wollläusen befallen. Das liegt daran, dass die Blätter relativ dicht am Halm anliegen und die Wollläuse dann immer schön an die neuen frischen Blätter gehen und dann ist eine Zeit lang dauert, bis dann die Blätter ausklappen. Also daher richtig wuchsig, also auch nicht im Vergleich zum Viking nicht zu vergleichen. Und ja, Standing Stone, Afrika-Serie, auch wieder ein Tick teurer, weil da ein Sortenschutz drauf ist. Also nicht, von meiner Seite jedenfalls nicht zu empfehlen. An dieser Stelle Phagesia Ivory, gehört auch zur Morillier-Sorte, also Blattrollen, Blattschutz, kommt aus der Afrika-Serie, auch ein Sortenschutz drauf, daher wieder ein Tick teurer als die, die ohne Sortenschutz verkauft werden. Soll eigentlich einen vernünftigen, aufrechten Wuchs hinlegen. Die Halme sollen im Alter dann schön weiß, elfenbeinmäßig sein. Aber das dauert wohl noch eine Zeit. Haut mich nicht so wirklich um im Vergleich zum Viking oder zum Jade oder Osterkempel. Der Klassiker unter den Bambussen ist immer noch Phagesia rufa. Wer also schnell eine Hecke haben möchte, die so 2-2,5 Meter hoch ist, dem empfehle ich diese Sorte. Voraussetzung ist, dass man nach rechts und links genug Platz hat, weil diese Sorte sehr ausladend ist. Lässt sich aber auch schneiden wie ein Kasten oder wie eine Hecke, wie alle anderen Bambusse auch, aber das passt bei der ganz gut, bei dieser Sorte. Und Phagesia rufa robust, rollt nicht die Blätter. Das heißt auch hier, obwohl ich die Pflanzen erst zum Ende letzten Jahres eingepflanzt habe, also trotz Teilung sehen sie, finde ich, unter den Umständen immer noch sehr gut aus, günstig zu haben und ja, macht eine gute Figur. Interessant ist, da wo die Rufa-Sorten oder wo Phagesia rufa sonnig steht, wachsen sie eher kugelig, also eher überhängend. Überall da, wo sie eher schattig stehen, wachsen sie mehr aufrecht. Phyllostachys nigra borjana hat trotz Umpflanzaktion, danke an Kai Uwe, hat das gut überstanden, hat sogar dann Ende letzten Jahres sogar noch ein paar Halme geschoben, hat, obwohl er hier in der Windschneise steht, also auch perfekt
den Wind und Kälte, minus 13 Grad da im Vertragen, hätte ich nicht gedacht, weil ich ja immer der Meinung bin oder dachte, dass Nigra doch recht zickig ist und somit da also mit einem größeren Schaden bei weggeht oder kommt. Doch, bin ganz zufrieden. Nigra. Oriana, da sieht man auch so die schwarzen Heimfärbung im unteren Bereich des Meeres, wird auch Wolkenfetzenbambus genannt. Ja, deine Marx, Damo findet es ein bisschen ungesund. Auch eine neue Anschaffung, Fagesia Robusta Red Sheet. Zeichnet sich, ist also, gehört so, hat große Blätter und gehört so zu dieser Boulogne-Serie, also Fagesia Robusta Robusta gibt es ja, Fagesia Robusta Kempel, Fagesia Robusta Red Sheet. Zeichnet sich durch die rötlichen Halmscheideblätter aus. Da sind sie so ein bisschen sichtbar. Große Blätter, rollt nicht und hat den Winter bis jetzt trotz Wind und Kälte gut überstanden. Der Philostachys Vivax Huan Bengsu, der hat auch etwas gelitten. Also die äußeren Blätter haben sich gekräuselt, also etwas strohig. Und was bei ihm auch auffällig ist, diese Trockenschäden. Also da hat sich der grüne Halm tatsächlich schwarz oder braun gefärbt. Das sind dann diese Frostschäden, Kälte, Trockenschäden. Aber das wird auch nicht wieder hübsch. Aber ich hoffe, dass er dann wieder neue Heime schiebt, sodass man die wegschneiden kann. Aber erstmal muss er ein bisschen durchstarten und neue Heime schieben und sich etablieren. Rausschneiden tut man dann erst so nach 3 Jahren. Und der Bambus steht erst seit dem letzten Jahr hier. So, das war der kleine Rundgang durch meinen Garten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt gesehen, wie bei mir die Blattschäden aussehen oder wie die Bambusse gelitten haben. Minus 13 Grad war es bei mir. Bei manchen war es dann ja doch 20 Grad minus, also weitaus schlimmer. Jetzt bei mir wahrscheinlich nicht so gut ausgesehen. Ich hoffe, das ist ein kleiner Trost für euch. Also auch ich bin nicht ganz unbeschadet dabei weggekommen. Geduldet euch einfach, wenn der Halm noch grün ist, dann ist also noch Leben im Bambus. Zu dem Thema habe ich ja schon mal ein Video gemacht, so die 3 Todesstufen des Bambusses. Und genau, also gebt ihm ein bisschen Zeit, normal wässern, bitte nicht düngen. Viele denken, ach jetzt tue ich ihm was Gutes, da haue ich nochmal ordentlich Dünger drauf. Das ist dann meistens das Todesurteil für den Bambus. Also warten, warten, warten. Ihr könnt ja mal gucken, ob dann schon kleine Knospen sichtbar sind oder werden. Dann schieben neue Blätter und ich denke so ein, naja, abhängig wie die Temperaturen sind, so in 1-2 Monaten sollte das Thema dann auch durch sein. Also, wenn euch das Video, Spontan-Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Wisst ja, irgendwie laut Statistik, 2-3% meiner Abonnenten gucken die Videos. Rest sind also alles Besucher, die nur kurz vorbeischauen. Also, lasst ein Abo da. Dann mache ich vielleicht nochmal die Steckbriefe von den einzelnen Bambussen und dann entsprechend ein bisschen ausführlicher. Ich habe ja hier über na, doch 80 Sorten stehen. Genau, also ein bisschen umfangreicheres Projekt. Und wie schon gesagt, wenn euch das zusagt oder ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren oder auch sonst direkt über unsere Webseite bambusmann.de. Also, bis zum nächsten Mal.